Herren, darf ich begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC St. Pauli. Oben grüße ich Daniel Tschung, unseren Cheftrainer, und Marc Haider, den Kapitän der Mannschaft. Vielleicht kurz organisatorisch: Das Spiel am Sonntag ist mit 29.546 Zuschauern ausverkauft und den VfL begleiten nach Hamburg rund 3.000 Fans. Daniel, auch im Vergleich zum Hinspiel, das Unentschieden endete 1:1 an der Bremer Brücke. Was erwartest du für ein Spiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli? Ja, Situation war so ein bisschen ähnlich, also zumindest für den FC St. Pauli. Sie haben im Vorfeld den Hamburger SV geschlagen im Hinspiel. Wir haben uns ja alle angeschaut, da ging schon ordentlich zur Sache. Das war sehr, sehr hohe Intensität und jetzt am Wochenende war es ähnlich. Derby ging dann wieder zugunsten des FC St. Pauli aus. Konnte man vielleicht, wir haben jetzt auch uns das Spiel mehrfach angeguckt, die ersten 10 Minuten konnte man da nicht unbedingt mit rechnen, aber dann waren sie drin, dann hatten sie diese Momente und das ist natürlich das, was uns am Wochenende erwartet haben. Oder wir wissen gar nicht, was uns so wirklich erwartet, was Aufstellung betrifft, was auch da irgendwo die Ordnung betrifft. Haben gesehen an dem Wochenende auch, dass aktuell jemand wie Henk Vermaan schon ganz gut in Flow ist. Also dass er schon sich sehr viele Möglichkeiten erspielt und dann auch gerade da war, Spieler abgeschüttelt hat, wie Van Drongelen zur Führung getroffen hat. Das hat dieser Mannschaft Sicherheit gegeben und ich glaube, verdientermaßen sind sie dann als Sieger vom Platz gegangen. Und was zu erwarten ist, ist sicherlich bei 30.000, dass erstmal die Derby-Helden gefeiert werden und dass man natürlich versucht, in diesem Flow auch drin zu bleiben, dass man versucht, den Aufsteiger aus Osnabrück dann irgendwo auch relativ schnell aufzuzeigen, wer Herr im Haus ist. Das sind alles so Dinge, von denen wir ausgehen können. Aber genau darin liegt ja auch unsere Chance so ein bisschen. Also wir glauben schon, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist, sich da wieder zu nivellieren, sich davon wieder ein bisschen wegzunehmen, dass es diese Stadtmeisterschaft war für den FC St. Pauli. Und jetzt ist es wieder Liga-Alltag, jetzt ist es zweite Liga und wir natürlich in einer Situation, die uns vielleicht dazu veranlasst, sehr wachsam zu sein, aber natürlich auch in dem, dass wir ein paar Ziele haben und die Ziele am Wochenende sind sicherlich so ausgelegt, dass wir den FC St. Pauli auf Distanz halten wollen. Marc, was glaubst du als Spielersicht, so ein gewonnenes Stadtduell jetzt St. Pauli gegen Hamburg SV, hat das direkte Auswirkungen auf das Spiel danach, sprich jetzt am Sonntag gegen den VfL? Ja, für Pauli ist natürlich was Besonderes. Ich denke, das bewirkt auch für Pauli eine breite Brust. Aber das hält dann auch nur so lange wie das Spiel. Und wir müssen halt zusehen, dass wir in unser Spiel reinfinden und uns von solchen Sachen dann nicht ablenken oder einschüchtern lassen. Von daher konzentrieren wir auf uns, versuchen unsere Sachen umzusetzen und erfolgreich zu sein. Daniel, der obligatorische Blick aufs Personal. Ja, ich erwarte alle Spieler heute im Training. Das bedeutet, dass Etienne Amenido weiterhin ausfallen wird. Wir die Belastung aber langsam erhöhen. Nächste Woche dann individuell dann auch sein Balltraining schon dann intensivieren. Und die Spieler, die in diesen Tagen krank waren, das heißt Manuel Farouna-Polido, die letzten beiden Tagen, kehrt heute ins Training zurück. Benjamin Giert auch seit gestern wieder da, war auch krank. Und Marcos Alvarez ist auch seit Sonnabend erkrankt, nach dem Spiel gegen Aue, aber auch seit gestern wieder da. Also wir können aus dem Vollen schöpfen. Joost van Aken hat auch die Belastung oder der Belastung standgehalten am Mittwoch im intensiven Training. Das heißt, wir müssen ihn nicht zurücknehmen. Er ist jetzt auch wieder spielfähig und einsatzfähig fürs kommende Wochenende. Und somit stehen uns bis auf Asan, rot gesperrt, fast alle Spieler zur Verfügung, die auch in den letzten Wochen uns Möglichkeiten gegeben haben. Zeit für eure Fragen. Magst du einmal durchgeben, Harald? Oder? Danke. VfL Osnabrück gegen FC St. Pauli sind, wenn man längere Zeit mit dem VfL unterwegs ist, immer besondere Spiele gewesen. Was für persönliche Erinnerungen habt ihr an Spiele gegen St. Pauli? Mit dem VfL Osnabrück am Millerntor positive. In der zweiten Liga zuletzt habe ich mit dem VfL da gespielt. Wir haben gewonnen auf St. Pauli. Von daher recht positive Erinnerungen, aber da verweise ich auch immer gerne drauf. Vergangenheit wird am Wochenende nicht zählen. Ich habe irgendwo auch jetzt in den Blättern gelesen, dass ich als Spieler und Trainer in den ganzen Duellen nur eins verloren habe. Genauso wie, was ich gerade betont habe, dieses Derby am vergangenen Wochenende nicht so viel Einfluss auf das nehmen wird, was am Wochenende kommt. Wir starten alle bei 0-0 und das ist für mich auch eine schöne Erinnerung. Ich freue mich auch, an der Linie zu stehen, wieder da zu sein am Millerntor, aber gar nicht, dass ich so weit in der Vergangenheit graben möchte.
Ich hatte eben auch schon mit Harald darüber gesprochen, dass es 2005, 2006 war, als ich meine erste Saison in Osnabrück bei den Profis mitwirken durfte, wo wir da ein Spiel hatten. Aber ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ergebnis war. Und ich sehe es eigentlich auch ähnlich wie der Trainer. Es geht nicht um das, was früher war. Wir sind im Hier und Jetzt und jetzt fahren wir nach Hamburg, um da punkten zu wollen. Und ich denke, das ist das, was zählt. Das ist ja so ein Stadion, das kannst du auf laut schalten und das kannst du auch ein bisschen auf leise schalten. Ne? Also je nachdem, wie es so läuft, ist eine spektakuläre Stimmung oder es wird auch mal ein bisschen ruhiger. Was müsst ihr machen, damit es nicht zu laut wird, Marc? Ja gut, die Stimmung generell ist ja da schon, finde ich, doch sehr häufig laut und gut. Dementsprechend wollen wir schnell ins Spiel finden, unseren Matchplan dem Spiel aufzwingen und dadurch dafür sorgen, dass unsere Fans uns laut unterstützen und die Paulianer ein bisschen ruhiger werden. Als St. Pauli hier war in der Hinserie, da haben sich die Mannschaften ziemlich neutralisiert, wenn ich mich recht entsinne. Wie kann man denn als Gästetrainer am Millerntor dafür sorgen, dass es so ähnlich wieder aussehen wird? Also muss man selber sein eigenes Spiel mehr durchbringen oder muss man am Anfang besonders darauf Acht legen, dass St. Pauli sein Spiel nicht durchkriegt? Ja, ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung. Also ich schätze den Kollegen Ilou Kai auch sehr. Und wenn man seine Verdienste in der Vergangenheit sieht, was er alles auch geschafft hat und auch geschaffen hat, der weiß immer, in jedem Spiel auch entsprechend anzupassen, seine Spieler mitzunehmen, auch sein Personal entsprechend anzupassen. Deswegen sage ich ja, ich weiß gar nicht, was uns da wirklich erwartet. In den letzten Wochen, klar, wenn man früh attackiert, dann fliegen viele lange Bälle auf Henk Vermaan, der legt sie dann ab. Wenn man nicht zu früh attackiert, dann ist es halt so, dann sind sie im Spielaufbau auch sehr gefährlich über die Flügelzonen. Also wir müssen so einen Mix aus allem finden, um sie dann vielleicht auch gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. St. Pauli immer speziell. Ich glaube, selbst wenn die Mannschaft verliert oder zurückliegt, wird es gar nicht so leise, finde ich immer, sondern diese bedingungslose Unterstützung ist permanent gegeben. Aber klar, das ist vielleicht auch das, was wir vielleicht mal ein bisschen sein wollen. Wir wollen so ein bisschen Partycrasher sein. Wir wissen, dass am vergangenen Wochenende einfach ein toller Moment in Hamburg war für die Braun-Weißen. Und entsprechend soll es ja für sie genauso weitergehen. Und das ist unser Ansatz. Wir haben auch Ideen, die funktionieren könnten im Spiel gegen den Ball. Und das ist das, worauf wir halt setzen. Also es geht eher darum, wir bleiben bei uns, wir können anpassen. Wir sind genauso in der Lage, vielleicht auf unterschiedliche Formationen zu reagieren, auf unterschiedliches Personal zu reagieren. Aber ich glaube, es wird sehr dynamisch sein. Also da jetzt zu sagen, unser Spiel ist ausgerichtet, dass wir irgendwo von außen Flanken hereinschlagen oder damit rechnen müssen, dass lange Bälle auf Vermaan kommen. Ich glaube, da werden wir falsch beraten. Also da müssen wir sehr breit sein. Ja, zusammengefasst so für 2020, dass ihr durchaus sagen könnt, es gibt keine Leistungskrise auf der Strecke der Spiele, aber eine Ergebniskrise insoweit, als ihr punktemäßig weniger geholt habt, als ihr hättet holen können. Nun ist es so, die heiße Phase der Saison bricht an, Ergebnisse erzeugen auch so ein bisschen Stimmung in der Mannschaft. Spürt ihr beide, du als Kapitän und du als Trainer, dass der Druck, dass es das Kribbeln, die Anspannung größer wird, weil man auch weiß, der Abstand nach unten ist geringer geworden. Man kann in einen Sog geraten. Und die zweite Frage, was tut ihr beide im Alltag dagegen? Ja, vielleicht nehme ich es mal vorweg. Also entscheidend ist doch, dass jemand da steht und den Jungs einfach klar macht oder die Situation auch so einzuschätzen weiß, dass sie für alle auch mitzutragen oder das gilt für alle, dass sie die Situation mittragen. So, und für mich als Übungsleiter ist es natürlich auf der einen Seite immer so, dass ich sehr kritisch sein muss mit dem, was wir geleistet haben, aber auch natürlich auch lobend agieren muss, wenn Dinge gut waren. Und da ist es so für uns, dass aktuell die Kritik sicherlich an unseren Ergebnissen gegeben ist und auch zu Recht da ist. Das verleitet mich dazu, dass ich sehr wachsam sein muss und aufpassen muss, dass wir vielleicht auch nicht in einen so negativen Sog geraten. Und wie mache ich das? Auffallend ist aus meiner Sicht, wir haben in den letzten Auswärtsspielen immer getroffen. Das ist schon mal sehr positiv. Wenn wir jetzt in der Lage sind, halt auch mal wieder zu Null zu spielen, dann ist das Urvertrauen einfach da, dass wir die Qualität haben, Tor zu schießen. Meine Mannschaft hat die letzten beiden Spiele nicht verloren und entsprechend auswärts die letzten beiden Spiele auch nicht verloren und ist jedes Mal nach Rückstand auch wiedergekommen, auch nach Dezimierung. Das zeigt, dass diese Mannschaft diese Mentalität, diesen Willen, diese Bereitschaft, sich auch gegen Widerstände dann irgendwo zur Wehr zu setzen. Und ich glaube auch, was zu dieser Wahrheit gehört, dass diese Mannschaften, die näher kommen an uns heran und diese 5 Punkte vielleicht nach unten nur noch gegeben sind,
Ja, zu der Wahrheit gehört aber auch, dass es nur 3 Punkte auf Platz 6 sind. So, und jetzt können wir ja entscheiden wieder, ob wir in welche Richtung das Ganze laufen soll. Und ich habe auch da offene Gespräche mit der Mannschaft. Und es ist auch gar nicht, dass ich da verblendet sein möchte, sondern ich nehme sie mit und sie teilen dann Dinge. Und es geht gar nicht darum, dass wir jetzt Angst haben müssen, dass wir was verlieren, sondern es geht erstmal darum, wir haben bisher noch gar nichts gewonnen. Und das ist einfach der Punkt. Und da müssen wir einfach diese Ruhe bewahren, wissen, dass dieser Druck entstehen kann, wenn Ergebnisse sich nicht einstellen. Aber immer noch, das, was ich immer wieder betone, wir haben eine Situation, die es vielleicht in der Liga aktuell etwas schwieriger für uns erscheinen lässt, weil wir 2020 noch nicht gewonnen haben, aber hinter uns noch 8 Mannschaften stehen, die vielleicht gerne auch unsere Situation einnehmen würden aktuell. Ja, genau das Gleiche würde ich im Prinzip auch dazu sagen, dass es auf die 8 Mannschaften, die hinter uns stehen, ankommt, die, glaube ich, gerne mit uns tauschen würden und dass wir uns deshalb nicht verrückt machen sollten, weil wir im Mittelfeld stehen. Wie gesagt, dass die Ergebnisse vielleicht aktuell nicht so sind, wie man sich das wünscht. Aber ich denke, das gehört in einer ersten Saison, wo man die Liga gewechselt hat, auch dazu. Und dementsprechend geht man dann so voran, dass man sich da nicht von verrückt machen lässt, weil es einfach keinen Grund dafür gibt. Wir gehen weiter oder ich gehe weiter positiv voran und ich glaube an die Qualität der Mannschaft, so wie es jeder Einzelne tut. Dafür arbeiten wir tagtäglich auf dem Platz und geben Gas und dementsprechend werden dann auch die Ergebnisse dann irgendwann wieder kommen. Gibt es noch Fragen? Nein, du hast auch ja eingangs des Jahres und bestätigt oder betont, dass ihr einen sehr dichten, eine große Leistungsdichte im Kader habt. Es gibt keine großen Unterschiede auf einzelnen Positionen oder zwischen einzelnen Spielern. Du hast relativ viele Optionen, Spieler auf unterschiedlichen Positionen einzusetzen oder auch keine Sorge, jemanden aus der vermeintlichen zweiten Reihe zu bringen. Nun gibt es so ein paar, zum Beispiel Henning Köhler, von denen man nach der Vorrunde denken konnte, da kommt der nächste Schritt, die sind auf dem Weg, die bisher kaum Einsatzzeiten gehabt haben. Wird sich das ändern? Woran liegt das? Denn prinzipiell sind da ja Potenziale auch gegeben. Ne? Ja, die sind definitiv vorhanden und da kommen sicherlich oder treten diese Momente wieder ein, wo diese Jungs auch wieder vermehrt auf dem Platz stehen werden. Was es für mich immer sehr schwierig gemacht hat, waren halt auch diese vielen roten Karten, um auf die eine oder andere Spielsituation auch anders reagieren zu können. So war es vielleicht in Darmstadt, wo ich Asan Cissé noch nicht auf den Platz schicken konnte, weil wir dezimiert waren, wo wir einfach auch immer wechseln mussten. Genauso war es auch in den Spielen, wo wir vielleicht dann auch auf Rückstände reagieren mussten. Ich glaube, was Sven Köhler in der Hinrunde richtig gut gemacht hat, war, dass er in diesen Momenten, wo wir ihn auf den Platz geschickt haben, wo wir vielleicht gerade Druck bekommen, wo wir auch eine Führung hatten, wo wir seine Spielstruktur einfach brauchten. Bei Brian war es so, dass ich seine Leistung nicht optimal fand nach der Winterpause gegen Sandhausen, somit ihn erstmal rausgenommen. Aber trotzdem das Vertrauen immer noch in die Qualität der Jungs. Und das ist gegeben. Marc hatte auch diese Situation, dass er nicht auf dem Platz gestanden hat, aber auch immer wieder das Vertrauen einfach, was ich in jeden Einzelnen habe und was auch jeder wieder bekommt. Und Marc hat es zurückgezahlt mit der Vorlage in Darmstadt. Und das gilt für den kompletten Kader. Und da nehme ich auch den einen oder anderen mal wieder raus, weil ich glaube, es ist wichtig, auch dem Gegner etwas anzupassen. Und durch Maurice Trapp sind auch mehr Optionen dazugekommen. Das heißt, ein Jos van Aken war mal nicht dabei, ein Lukas Koganić war nicht dabei und David Blacher gesperrt, Ulrich Tafferzucher gesperrt. Also wir klagen gar nicht darüber, wenn welche ausfallen, sondern wir sortieren da so ein bisschen. Und ich glaube, ja, dass es an der Zeit auch vielleicht wieder ist, die eine oder andere Veränderung vorzunehmen, auch den Jungs, wie du sagst, aus der zweiten Reihe auch die Möglichkeit wieder zu geben, dass sie einen Schritt nach vorne kommen. Und das macht es natürlich mir als Trainer dann deutlich einfacher, wenn wir vielleicht mal in Führung liegen oder darüber hinaus natürlich auch, wenn wir vielleicht nicht dezimiert werden durch rote Karten, weil ist auch klar, Konstantin Engel würde ich auch gerne mal wieder auf dem Fußballplatz sehen. Es ist natürlich schwierig, ohne Testspiele, ohne Vorbereitung für ihn dann oder mit einer guten Vorbereitung dann auch näher ranzurutschen. Und da braucht man natürlich auch mal Ergebnisse, wo ich sage, okay, wir führen 2-0. Ich sehe, dass das Spiel sehr kontrolliert ist. Ich kann ihm mehr Spielzeit geben und ihn dann auch mal auf den Platz schicken, damit er wieder allen zeigen kann, was für ein toller Fußballer ist. Also so ein bisschen sind mir die Hände gebunden. Aber sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass die Spieler mir auch immer was anbieten müssen. Und das tun sie und das darf dann auch gerne so weitergehen.
Konstantin hätte ich auch noch gefragt, was fehlt ihm im Moment? Und heißt das, was du gerade gesagt hast, dass du ihn jetzt im Moment ohne vielleicht einen Test oder so eine Einwechslung nicht in die Startelf bringen würdest? Ja, bei Konstantin ist aber auch die Situation da, dass ich gerade auf den Außenbahnpositionen vielleicht auch Spieler habe, die mir eine Menge anbieten. Wir haben einen U21-Nationalspieler, der in die Bundesliga geht. Wir haben einen Top-Zweitligaspieler mit Kevin Wolze, der nachgewiesen hat, wie viel Qualität er besitzt. Und mit Bashir Aydini jemand, der sehr verlässlich auf dieser rechten Außenbahn spielt. Und bei Konstantin ist es einfach so, dass er die Vorbereitung auch nicht komplett machen konnte, die Testspiele noch nicht komplett gemacht hat und viele Dinge noch nicht so rund waren. Also ihm fehlt einfach die Wettkampfpraxis. Und ich glaube, dass er aktuell in der Verfassung ist, auch wieder Spielzeit zu bekommen. Aber sie muss sich halt irgendwo so erst mal ergeben. Also ich glaube, dass es jetzt schwierig wäre, oder ihn von Beginn an spielen zu lassen am Millerntor oder vielleicht dann auch in den nächsten Wochen. Natürlich immer angeboten über die Trainingsleistung oder das, was er mir im Training anbietet. Aber es ist jetzt nicht die Phase, vielleicht auch, um da experimentell unterwegs zu sein. Und da glaube ich, dass es ihm eher gut tut, jetzt auch wieder dabei zu sein. Ich hatte auch vor ein paar Wochen gesagt, dass er vielleicht noch gar nicht in der Verfassung ist für den Kader. Aber für ihn ist es unheimlich wichtig, für den Kopf auch zu sehen, dass er wieder näher ranrutscht und eine Kadernominierung sich auch verdient hat. Und das meine ich, da träumt ja jeder von, wenn wir den hier auf dem Freitagabend bei einer 2-0-Führung dann nochmal einwechseln, dann wissen wir auch, dass das Stadion ihn da begrüßen wird. Und da braucht er vielleicht ein bisschen mehr Geduld als alle anderen, aber er wird kommen, also da wissen wir, was wir an ihm haben. Nochmal zu deiner persönlichen Situation innerhalb der Mannschaft. Du bist der Kapitän der Aufstiegsmannschaft, dein Rudel, wie du es immer gesagt hast, hast du in die zweite Bundesliga geführt, dich selbst auch in diesem hohen Alter, bei allem Respekt, nochmal in die zweite Liga überhaupt das erste Mal zu kommen, war eine Erfüllung eines sportlichen Lebenstraums. Jetzt hast du doch vielleicht weniger Einsatzzeiten bekommen insgesamt auf der Strecke, als du dir gewünscht hast bestimmt. Du bist als Kapitän in einer besonderen Rolle. Wie gehst du damit um und zwickt das nicht manchmal innerlich? Und wie verarbeitest du es dann? Wie machst du es dann wett? Ja, natürlich ist es für jeden Fußballer so, dass er gerne auf dem Platz stehen würde. Aber das ist ja auch das, was uns irgendwo dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Das ist der Zusammenhalt der Mannschaft und dass jeder für den anderen da ist, wenn er gebraucht wird. Und wenn man dann auf der Bank sitzt, dann versucht man alles im Training zu geben, sich reinzuhauen, um wieder in die Formation reinzurutschen. Das hat jetzt ein paar Spiele gedauert. Jetzt habe ich wieder gespielt und ich denke, das gehört dann einfach im Fußball auch dazu. Und trotz alledem darf man eigentlich auch nicht vergessen, wie viel Spielzeit ich schon hatte. Ich denke, da komme ich auf die ein oder andere Minute und das ist für die erste Zweitligasaison, auch wenn es bei mir bis dahin sehr lange gedauert hat, denke ich trotz alledem sehr ordentlich. Daniel, du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist keine Zeit für Experimente. Wie sieht denn momentan die Einbindung von möglichen U19-Spielern in den Trainingsalltag und vielleicht auch darüber hinaus aus? Kannst du da vielleicht mal zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, wir haben einen Blick auf die U19-Spieler. Jetzt vergangene Woche oder jetzt am Mittwoch haben 4 U19-Spieler bei den Profis trainiert. Das ist sicherlich was, was wir als positiv bewerten. Aber auch, wir müssen so ehrlich sein, dass das nicht Woche für Woche passiert, sondern das bot sich jetzt mal an. Also wir hatten den Torhüter der U19 plus 3 Feldspieler im Training. Ich glaube, aktuell sind die Interessen etwas anders gelagert. Nicht, dass wir es verlieren, aber wir haben natürlich den Wunsch, dass die U19 auch den Weg in die Bundesliga wieder findet. Und das macht sie aktuell fantastisch. Also tolle Arbeit, tolle Ergebnisse. Und das hilft natürlich auch. Wir haben mit Tim Danneberg ein Verbindungsglied. Wir haben in diesem Jahr hat er dann auch schon an Trainingseinheiten teilgenommen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Wie ist die Qualität der Spieler? Am Wochenende hat er die Mannschaft gesehen im Duell gegen Norderstedt. Also so eine gewisse Transparenz ist da. Es ist vielleicht aktuell, und das ist das, was ich meine, keine Zeit für Experimente. Uns fehlen halt einfach sicherlich auch das eine oder andere Testspiel, wo wir sie mitspielen lassen können. Das war im Winter gegeben oder vielmehr in der Vorbereitung dann vielleicht etwas vermehrter. Aber wir haben ein klares Bild von den Spielern und entsprechend klar, wenn eine Leistung angeboten wird, dann holen wir den einen oder anderen dazu. Aber ich glaube, die jetzige Situation ist vielleicht dann jeder in seinem Bereich doch eher darauf fokussiert, U19 Richtung Aufstieg, die Tabellenposition halten und wir vielleicht entsprechend unsere Tabellensituation auch vielleicht so zu halten. Und da schauen wir immer wieder rüber, aber wir werden natürlich jetzt nicht 7, 8 Spieler ins Training einbinden können.
Ich habe noch eine Frage zum Grundsätzlichen. Das International Board der FIFA beschäftigt sich ja jetzt auch mit der Umsetzung von Vorsichtsmaßnahmen im Fall von Kopfverletzungen, Schlägen an den Kopf, Gehirnerschütterung, Stichwort Spätfolgen oder unerkannte Folgen. Da soll ja die Schwelle deutlich herabgesetzt werden, damit Spieler dann sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Ihr hattet ja nun das Spiel in Karlsruhe, in dem sich Joost van Aken am Kopf getroffen wurde in diesem Foul-Duell mit Lorenz. Und Marc, dies ist ja auch passiert. Und man hat ja die Bilder gesehen, wie du vom Platz gegangen warst, wie benommen du warst. Bei Joost van Aken war es dann ein bisschen überraschend, dass er nach der vorläufigen Diagnose, die Gehirnerschütterung, sofort wieder ins Training eingestiegen ist und jetzt dann nach einem Spielverbot erst wieder in die Vorbereitung kam. Habt ihr aus diesen Vorgängen irgendwelche Schlüsse gezogen? Wie geht ihr vielleicht künftig noch vorsichtiger mit solchen Dingen um? Denn da geht es ja um weitaus mehr als ein Tor oder ein Punkt. Ja, absolut. Also um die Situation in Karlsruhe nochmal zu bewerten, beide Bilder waren klar. Bei Marc sicherlich deutlicher, weil er einen kurzen Augenblick dann auch bewusstlos war. Bei Joost van Aken verhielt sich so, dass wir es nicht so mitbekommen haben, weil es, glaube ich, dann eher ein Ball war, der ihn am Kopf getroffen hat und weniger dann die Aktion mit Lorenz. Und da immer dieser Austausch da war, dass er soweit noch spielfähig ist. Und da auch haben wir die Entscheidung getroffen, ihn auf dem Platz zu lassen. Er hat so signalisiert. Aber auch in unserer Verantwortung haben wir direkt nach dem Spiel beide Spieler vom gegnerischen Mannschaftsarzt untersuchen lassen und haben uns dazu entschieden, sie privat nach Hause fahren zu lassen, um dann auch schneller gewährleisten zu können, dass sie zu Hause sind. Am Trainingsgelände angekommen, hat dann unser Mannschaftsarzt beide Spieler nochmal untersucht und dann auch da ganz klar die Entscheidung getroffen, dass sie in den nächsten 48 Stunden nicht am Sport- und Spielbetrieb teilnehmen müssen. Danach ist es so, dass beide Spieler wieder ins Training eingreifen dürfen, aber sehr, sehr dosiert. Und das hat auch bei beiden stattgefunden. Und dann entsprechend der Verlauf der Woche war so, dass die Belastung auch sehr gering war aufgrund der kurzen Woche. Und das Ganze haben wir dann etwas aufgebaut. Und dieser Aufbau mit der etwas höheren Belastung war dann quasi mehr oder weniger so dieser Belastungstest. Und den hat Marc bestanden, indem er keine Reaktion gezeigt hat. Und bei Joost war es einfach so, dass ihm dann wieder etwas schwindig wurde und dann sofort das Spielverbot auch von unserem Mannschaftsarzt erteilt wurde. Also ich glaube, in der Chronologie her und in dem Vorgang, auch wenn ich kein Arzt bin, war es, glaube ich, sehr verantwortungsvoll und auch richtig, wie alle Beteiligten gehandelt haben. Und natürlich wünscht man sich, dass sowas deutlich früher zu erkennen ist in einem Spiel, wenn es einem Spieler da nicht gut geht. Wir haben ja auch die Bilder von Kramer noch im Kopf, als er im WM-Finale stand und dann nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, aber auch den Platz nicht verlassen wollte. Ich glaube, da müssen wir sehr sensibel mit umgehen. Und wenn die Jungs einen Helm tragen wollen, dann bin ich da auch völlig offen für. Also da geht es sicherlich um die Gesundheit der Spieler und die muss im Vordergrund stehen. Und ich glaube, da sind wir auch, glaube ich, sehr sensibel, was das betrifft. Und ja, vielleicht kann Marc da vielleicht nochmal zu dem Verlauf was sagen. Er war ja unmittelbar beteiligt. Na, ich glaube auch, dass alles, was danach passiert ist, professionell gemacht wurde, wie es gemacht werden sollte. Und dann nach der Ruhepause, die wir dann beide genommen haben, in der wir auch möglichst wenig machen sollten, viel schlafen, Ruhe und das dann auch genauso gemacht haben. Als wir dann zurückgekommen sind, wurde uns auch vor dem Training mitgeteilt, dass es dann mehr um die Ballarbeit geht und an sich die eine oder andere Sache vielleicht einzustudieren, aber dass auf gar keinen Fall irgendwelche Zweikämpfe oder Kopfbälle in das Training mit einfließen und wenn es so gewesen wäre, dann wären wir da auch nicht dabei gewesen. Also dementsprechend glaube ich schon, dass es von vorne bis hinten vernünftig geregelt wurde, so wie es sein soll. Keine weiteren Fragen, dann danke für die Aufmerksamkeit, danke euch beiden hier oben und ja, vermutlich sehen wir den einen oder anderen am Sonntag am Millerntor in Hamburg. Danke.